Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Willkommen zurück in meiner Stadt und ich möchte zu Beginn ein paar Sachen kurz sagen. Und zwar werde ich ein paar Sachen anders machen als bisher. Ich habe die letzten, also die ersten 7 Folgen, habe ich quasi am Stück aufgenommen. Also nicht am Stück aufgenommen, aber ich habe sie zwischendurch nicht gesichtet, habe sie zwischendurch nicht geschnitten. Mach schon mal hier Play, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Hab sie nicht gesichtet, hab sie nicht geschnitten, hab sie nicht verarbeitet und das war ein Fehler, weil ich so nicht auf Dinge reagieren konnte. Zum Beispiel habe ich bemerkt, der Ton war nicht so toll. Man hört mich kaum, das Mikro war zu leise, dafür die Hintergrundgeräusche. Die wurden immer lauter natürlich, je mehr Einwohner hier drin sind, desto lauter wird das Autobahngeräusch und man hat meine Stimme am Ende kaum noch gehört. Ich habe das jetzt hoffentlich ein bisschen besser konfiguriert. Ich muss das vielleicht eventuell noch anpassen. Rauscht auch die ganze Zeit im Hintergrund. Ich überlege schon, ob ich es nicht komplett ausstelle. Oder noch ein bisschen leiser mache. Ich glaube, das mache ich auch gerade mal, weil es mir gerade schon etwas auf die Nerven geht. Und euch sicherlich auch. Ich glaube, das ist Effects-Volume. Ich mache das mal auf 10%. Es ist nicht Effects-Volume. Ist es Ambient-Volume? Es ist Ambient Volume, ja. So ist es noch ein bisschen leiser, so ist es noch ein bisschen angenehmer. Genau, das ist die erste Änderung, also nicht mehr so viel am Stück. Am Stück ist es ja nicht, aber eben ohne es zu sichten, ohne es zu schneiden, ohne es zu verarbeiten, aufnehmen, sondern lieber in kleinen Portionen und gucken, was man von Folge zu Folge besser machen kann. Wobei ich wahrscheinlich jetzt nicht einzelne Folgen aufnehme, schon ein paar am Stück, aber eben nicht mehr 7, nicht mehr 3,5 Stunden oder länger waren es sogar, sondern kleinere Abschnitte und die dann sofort sichten und aufbereiten, um daraus zu lernen. Und eine weitere Änderung werde ich vornehmen, und zwar werde ich nicht mehr 2x30 Minuten machen pro Woche, sondern 3x20, weil ich glaube, das ist der bessere Rhythmus. Dann kommt es öfter raus, man hat öfter was zum Gucken, aber es sind kleinere Portionen. Ich glaube, die 30 Minuten oder über 30 Minuten, die ich ja doch dann meistens hatte, die waren einfach zu viel und zu selten und so. Es ist vielleicht ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser zu verdauen sozusagen und ja, kommt dann der Dienstag dazu. Also wird es Sonntag, Dienstag und Donnerstag rauskommen, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ich werde heute beginnen damit. Ja, mit was werde ich beginnen? Eigentlich wollte ich einen kleinen neuen Stadtteil bauen und ich wollte aber auch dringend öffentliche Verkehrsmittel bauen. Allerdings sehe ich jetzt hier, ich habe gerade kaum Bedarf. Deswegen würde ich vielleicht tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anfangen. Und hab mir da auch nochmal zu Gedanken gemacht. Und zwar hatte ich ja eigentlich vor, dass ich so alles mit der U-Bahn verbinde, aber ich finde, das sind jetzt hier so ein bisschen ja so suburbane Gegenden, also eher dörflich noch. Da finde ich, passt eine U-Bahn nicht so richtig hin. Ich werde es jetzt mal mit einer Straßenbahn probieren und werde dann U-Bahn erst dann bauen, wenn ich so etwas größere Stadtteile habe. Und ja, dann würde ich damit auch mal direkt beginnen. Straßenbahn findet sich hier. Dazu brauchen wir ein Straßenbahndepot und dann natürlich diese ja, Schienen auf der Straße. Ich würde jetzt mal ganz kurz gucken, gibt es denn eigentlich auch, also die gibt es einmal hier bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in dem Menü und die gibt es auch nochmal hier bei den Straßen. Es gibt einspurige, es gibt also zweispurige, es gibt vierspurige. Jetzt will ich mal gucken, gibt es auch sechsspurige? Ne, die gibt es dann nicht. Okay, das würde dafür sprechen, dass man es eher so in den, ja, Vororten macht, wo sowieso nicht ganz so viel Verkehr ist. Weil in der Innenstadt braucht man natürlich irgendwann auch sechsspurige Straßen. Jo, dann würde ich das mal nehmen und würde gerade mal schauen, wie wir hier anfangen. Vielleicht. Also, es ist ja so alles hier Wohngebiet und die wollen bestimmt alle hier in unseren schönen Industriegebiete zum Arbeiten. Das heißt, ich würde vielleicht mal anfangen. Hier sind zwei direkt nebeneinander. Da könnte man dann schon mal eine Straßenbahn bauen. Und zwar muss ich mal gucken, ein bisschen aufs Geld achten natürlich. Also ist ordentlich da, aber es ist nicht ganz so viel. Aber ich fange einfach mal an und mache das hier mal. Und ziehe einfach mal die Straßenbahnstrecke einmal bis. Ja, bis wohin eigentlich? Bis dahin erstmal. Bis dahin erstmal. Genau. So. Jetzt können wir mal gucken. Straßenbahn. Wie ist das hier? Straßenbahnhaltestelle kann ich erst bauen, wenn ich ein
Vermutlich, wenn ich ein Straßenbahndepot habe, also baue ich das Straßenbahndepot erstmal als erstes. Das muss wahrscheinlich hier irgendwo in die Straßenbahn auch dran. Das macht ein bisschen Lärm. Müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht in unsere Wohngebiete kommen mit dem Lärm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist ein bisschen blöd. Warum passt das denn hier nirgendwo dran? Weil ich so kurvig baue, ne? Hier könnte man es hinbauen, aber das ist natürlich der ganze Lärm voll im Wohngebiet. Nee, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Da muss ich nochmal gucken. Was ich natürlich machen könnte, ist die Straße einfach nochmal etwas weiter fortführen nach hier oben. Okay. Da muss ich gleich nochmal neu bauen. Es klappt alles noch nicht so richtig gut. Dann würde ich einfach mal hier weiterbauen. Das wäre ja eh irgendwann eine große Straße geworden. Und bauen wir hier auch eine Brücke rüber? Hier bauen wir wahrscheinlich auch eine Brücke rüber. Also, dann können wir die vielleicht gerade mal bauen. Mal ganz kurz schauen. Das wird natürlich hier abfällig, abschüssig. Das heißt, ich würde immer ein kleines Stück bis 20.000, ne? Obwohl ich es noch gar nicht brauche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Puh. Ich brauche eigentlich nur noch so ein Stück hier. Brauche eigentlich nur noch so ein Stück. Kann ich das hier ein bisschen hoch machen? Nee. Ach, das wird hier so ein bisschen. Das Problem ist, dass wir das nach unten gehen. Ich will es aber nicht, dass es nach unten geht, weil es soll ja dann über das Wasser gehen. Das heißt, ich würde jetzt gerade mal hier versuchen, mit dem Tool das vielleicht ein bisschen noch zu begradigen, das Land hier. Das ist dieses Tool. Da muss ich, glaube ich, hier rechtsklicken und dann so. Klappt ja nicht so gut. Ja, das ist schon das richtige Tool. Ah, ich muss hier vielleicht die. Ja, okay. Genau, ja, perfekt. Perfekt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich zu viel. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwo Erde hernehmen. Da gucken wir doch mal. Hier hinten ist. Nee, da komme ich gar nicht dran. Hier ist so ein Hügel. Guck mal, den können wir doch abbauen. Hier bauen wir ein bisschen Zeug ab. So. So, jetzt haben wir wieder Erde. Und jetzt können wir nochmal hier hingehen. Jetzt muss ich mal gucken, dass es nicht zu blöd aussieht. Aber ich glaube, das ist noch okay. So, ja, wunderbar. Gut, kleine Startschwierigkeiten mit der Straßenbahn. Aber jetzt können wir zumindest doch schon mal das Depot bauen. Hoffe ich. Können wir. Ja. Wunderbar, jetzt kann ich nämlich auch Straßenbahnhaltestellen machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt haben wir hier aber das Problem, dass die hier natürlich endet und Straßenbahn im Gegensatz zu U-Bahn kann nicht drehen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich eine kleine Schleife bauen oder halt einen Kreis. Das hat auch gar noch kein Wasser. Dann bauen wir erstmal Wasser, damit das funktionabel ist. Noch so ein Nachteil. Ich bin ganz schön raus aus dem Spiel, muss ich sagen. Dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, relativ viele Folgen sozusagen am Stück aufgenommen habe, habe ich halt jetzt auch relativ lange Pause gemacht, weil ich ja nicht ewig weit vorproduzieren wollte. So ein bisschen gucken wollte, wie das Ganze so ankommt auf YouTube, wie das Ganze aussieht. Wollte mir natürlich die ersten paar Folgen auch reinschauen, bevor ich aufnehme, damit ich eben auch, wie gesagt, lernen kann. Und ja, das ist jetzt noch ein bisschen der Nachteil, dass ich auch so ein bisschen raus bin. So, jetzt müssen wir hier nochmal an unseren Lieblingskreisel dran. Das ist natürlich blöd, da mache ich mal ganz kurz auf Pause. Ja, das muss weg, dann muss das und das wahrscheinlich auch weg. Und dann können wir hier die Straße nach unten bauen. Und das passt jetzt. Und dann brauchen wir wieder hier ihn hier, um. Das Ganze wieder anzuschließen. So. Jetzt haben wir hier noch ein Problem. Warum ist da jetzt noch nicht verbunden? Was hat er denn hier gebaut? Na, der Quatsch.
Das war Quatsch, das wollte ich nicht. Ich will hier runterbauen. Slope too steep, aha. Okay, dann machen wir das nochmal ganz weg und bauen das einfach nochmal ganz. Von hier nach. Jetzt geht das schon wieder los, ne? Jetzt geht das schon wieder los. Ich krieg. So, das sieht jetzt richtig kacke aus, aber ist mir egal. Ich will jetzt Straßenbahn bauen. Ich meine, es sieht richtig schlecht aus. So, wo haben wir denn jetzt die Linie? Die geht hier lang, genau, bis dahin. Das könnte man natürlich eigentlich. Ja, dann lass uns das doch machen. Dann bauen wir nämlich hier die. Two-Lane Road. Mit der Straßenbahn, also die zweispurige Straße, dann lass uns doch einfach mal hier durchbauen. Ist ja gerade passend, dass dieses Gebiet ein Wohngebiet ist mit einer Durchgangsstraße sozusagen. Jetzt haben wir das nämlich hier angeschlossen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich lasse das hier oben trotzdem. Hier oben lasse ich das auch, weil sonst kommt die. Da kommt die Straßenbahn denn. Haben wir hier wirklich ein Problem? Gut, was man natürlich auch machen kann, ist, es gibt ja noch. Es gibt ja noch. Genau, es gibt ja noch Straßenbahn ohne Straße, sozusagen. Also, wie sieht das eigentlich aus? Könnte man theoretisch hier erstmal, damit er sich nicht die ganze Zeit beschwert, könnte man theoretisch erstmal hier so eine kleine Schleife bauen. So. Sieht echt nicht schön aus, aber naja. Erfüllt seinen Zweck. Genau, so. Da lang, da lang, da lang. Jetzt haben wir hier überall. Was haben die denn hier für Probleme? Was haben die für Probleme? Sewage. Oh, Müll. Nee, Sewage. Ah, Abwasser. Jo. Da brauchen wir noch ein neues Kackerohr. Ja, machen wir das doch hier hin. Oh, gar kein Problem. Ihr müsst doch nur was sagen. So. Los, funktioniere, Rohr. Funktioniere. Jetzt funktioniert's und jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Alles klar. Gut. Gut, das ist jetzt auch. Ja, okay, das ist logisch. Also wir haben jetzt genauso viel, wir hatten vorher weniger, weil diese Rohre nur halb so viel Kapazität haben wie die Pumpen. Deswegen haben wir jetzt zwei Pumpen und vier Rohre und vorhin waren zwei und drei und deswegen reichte das noch, aber das nicht mehr. Macht Sinn. Gut. Straßenbahn. Wir waren bei Straßenbahn. Ich würde aber fast sagen. Dass ich bin jetzt gerade überlegen, weil ich habe hier High Demand for Residential Zone und die Leute ziehen aus und wir haben auch nicht mehr ganz so viel Plus, dass ich erst nochmal ein Wohngebiet baue, wie ich es da unten schon vorhatte. Dass die Leute schon mal ein bisschen einziehen können und mir Geld geben können durch ihre Steuern, das wäre wundervoll. Ich baue das mal hier so ein bisschen am Rand entlang. So. Relativ gerade. Von hier macht es einen kleinen Knick. Und geht hier drauf. Und dann baue ich mit normalen Straßen gerade mal so eine gerade bitte. Einmal so. Was richtet sich das jetzt aus? Ich möchte eigentlich 90 Grad Winkel haben, da oben zu. Und so bauen, genau. Und dann vielleicht nochmal hier eine runter. Und vielleicht nochmal in der Mitte eine runter. Genau, und hier so ein bisschen eine geschwungene, nee, warte, die nehmen wir. Eine geschwungene Straße von da nach da nach da. Gut. Dann fangen wir auch mal gleich mit den großen Gebäuden an. Die würde ich jetzt erstmal nur hier vorne hinbauen.
direkt an die Strandpromenade sozusagen. Das wird es etwas besser gestellte Leute wird das ein Gebiet. Was ich noch machen möchte, bevor ich das, obwohl, ach, lass die erstmal einziehen. Okay, wir haben ein Müllproblem. Trifft sich gut, dass wir einen Incineration Plant bekommen haben beim letzten Mal. Das bauen wir doch mal direkt. Das verursacht relativ viel. Was ist das? Lärm und Schmutz. Ja, der Umkreis ist genauso groß für beide Faktoren. Deswegen können wir das nicht hier hinbauen, weil das da unten schon die Leute beeinflusst. Nur mal gucken, wo bauen wir das denn dann mal hin? Hier hin. Hier hin. So, wie schaut's jetzt aus? Hat er Strom? Wer hat Strom? Hat er Wasser? Gerade so nicht. Gerade so nicht. Aber jetzt aber. Beschwer dich nicht über Wasser. Okay, ist immer noch nicht so prall, ne? Ist immer noch nicht so prall, ist immer noch so ein bisschen gelb. Vielleicht bauen wir noch eins, aber woanders hin, damit wir so ein bisschen verteilte also besser verteilt haben, dass die von verschiedenen Seiten quasi kommen können und nicht immer nur von einer Seite und wenn da Stau ist, dann kommt keiner mehr durch oder so. Deswegen würde ich jetzt vielleicht, ich muss mal überlegen, wobei dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir hier hinten noch eins hinbauen, ne? Das wäre dann doch eigentlich ganz gut. Ja, hier wäre gut. Ja gut, dann machen wir das doch. Ist ein bisschen blöd, dass es dann so mitten im Gebiet ist. Da kommen die schlecht raus. Wobei, das kriegt wahrscheinlich irgendwann eine Anbindung da hinten dran. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Lass uns einfach hier so eine Straße hinbauen. Zack. Rüber und zack. Hingebaut und Strom und Wasser auch gerade so nicht mehr wahrscheinlich. So, jetzt hat er mal. So, wie sieht das jetzt aus? Jetzt sieht es doch besser aus. Okay, jetzt sieht es doch besser aus. Gut, das hätten wir. Jetzt können wir uns. Jetzt haben wir 1000 Baustellen auf einmal. Ne? Hier die Straßenbahn, hier hinten. Wie sieht eigentlich diese einspurige, also zweispurige Straßenbahn aus? Da fährt die halt auch auf den Spuren. Ne? Also hier ist ja der Vorteil, dass sie den Autoverkehr nicht blockiert. Hier wird sie ihn halt blockieren. Also wenn da so ein Tram fährt, dann ja, schleicht sie hinterher. Aber na gut, so ist das. So kennt man das ja auch. Finde ich aber okay. Ist eine sehr viel günstigere Alternative zur U-Bahn. Und macht ja auch ein bisschen was her. So. Stylisch. Oldschool. Straßenbahn. Yeah. Genau. Wir bauen hier oben. Oh, warum? Warum? Ach ja. Ja, das ist logisch. Das ist logisch. Dann versorgen wir die erstmal mit Wasser. Versorgen wir die erst mit Wasser und dann versorgen wir sie auch noch mit Strom. Wunderbar. So, die Leutchen wollen natürlich auch irgendwo einkaufen. Deswegen bauen wir denen mal ein bisschen. Obwohl, wir haben im Moment noch ein bisschen mehr Nachfrage an Wohngebieten. Ich würde trotzdem schon mal hier so ein bisschen. Puh,
trotzdem schon mal so ein bisschen Gewerbe bauen. Und zwar hier hinten rein. Mache jetzt auch große. Ich hatte mir überlegt, ob ich kleine mache, aber. Ah, warte, warte. Das wollte ich nicht verbinden. Nein, das wollte ich nicht verbinden. Das wollte ich nicht verbinden. Entschuldigung, da müssen sie wieder ausziehen, leider. Da müssen sie leider wieder ausziehen. Kommt erst nochmal weg. Genau, das kommt auch weg. Und hier. So. Das eine gute Idee ist, das wird bestimmt viel hier mit hohes Verkehrsaufkommen geben. So, jetzt brauchen wir hier auch noch eine Schule und da das ja ein etwas nobleres Gebiet ist, werde ich jetzt diese andere Schule mal nehmen. Geht schon wieder ganz schön ins Geld hier. Ich ja, nehme trotzdem die etwas noblere Schule, die Community School. Community School, vielleicht können wir die. Ah, passt gerade so nicht hin. Och, schade. Na gut, dann bauen wir sie dahin. Zur Bespaßung werde ich hier diesmal an den Strand was bauen. Von diesen schönen Teilen hier werde ich vielleicht. Das ist der Fishing Pier. Das ist der Fishing Pier. Vielleicht. Obwohl, vielleicht reicht einer. Der hat ein Riesengebiet, ne? Der hat ein relativ großes Gebiet. Ich werde den so. So, die Besonderheit bei diesem Ding ist, dass er ans Wasser gebaut werden muss, deswegen nicht an eine Straße. Deswegen müssen wir nachträglich noch die Straße hinzufügen. Und dann nehme ich jetzt wieder mal so einen Feldweg. Da ist das irgendwie ganz cool. Ich mache mal hier den Raster, das Raster weg, sonst wird das nämlich nichts. So, und schon haben wir ihn verbunden und da können die Leute sich bespaßen lassen. So, mit diesem neuen Stadtteil, mit dem neuen Fischerpier, würde ich mich auch schon verabschieden und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei City Skylines. Ciao.